Ah, es ist der iX. Wir gehen jetzt zur Geburtsstätte des Digitalisierens, Skalierens und Maximierens unseres Geldes und unserer Firmen. Nein, hier sieht man nichts. Gott verdammt. Alles umsonst. Da sind sie. Die Skalier- und Digitalisiertürme von Deutschland. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie mir. Schaut euch dieses Wetter an. Wie wunderschön. Was habt ihr so getrieben, Leute, seit dem letzten Video? Bevor es weitergeht, möchte ich mich ganz kurz dafür entschuldigen, dass das letzte Video absoluter Rotz geworden ist. Digga. Also, ich habe es gerade fertig gecuttet und es ist unnormal. Digga. Ich finde es nicht gut. Ich habe es einfach hochgeladen aus dem Grund. Da habt ihr euer Landstraßenvideo und fertig. Jetzt habt ihr einen Grund, warum ich das nicht mehr machen will. Ich habe auch noch kein Feedback irgendwie, wie es angekommen ist, weil es ist noch nicht mal hochgeladen. Also ich habe es jetzt erst fertig gerendert, dann bin ich gleich losgefahren. Hab ja noch Zeit, es hochzuladen, sind ja noch 5 Tage oder so, bis das erscheinen muss. Aber ja, das dazu. Bitte fragt mich niemals wieder nach einem Landstraßenvideo, okay? Dankeschön. Was haben wir sonst noch alles so Schönes getrieben? Gar nichts. Gar nichts. Ich war gestern noch kurz unterwegs, habe ich noch mit einem alten Kollegen getroffen von der damaligen Arbeit. Habe dann den Arbeitsplatz wieder gesehen. Habe mir dann gedacht, es war schon eine geile Zeit damals. Aber was soll's. Und ansonsten, den Rest des Abends habe ich gar nichts gemacht. Ich saß zu Hause. Ich habe Dokus geschaut. Bro, ich schaue so viele Dokus in letzter Zeit, weil halt einfach nichts mehr los ist. Es läuft nichts. Ich bin gerade voll bei irgendwelchen Polizisten in Alaska. So eine Doku geht halt mal 2,5 bis 3 Stunden. Und da gönnt man sich halt am Abend eine oder vielleicht mal zwei bis in die Nacht, bis man checkt, oh, ist ein bisschen spät. Falls irgendjemand anders noch diesen Lockdown-Lifestyle hat, wo er halt echt nichts macht den ganzen Tag, Homeoffice ist nicht möglich, dann versteht er mich. Dann fühlt er mich, Digga. Dann fühlt er meinen Struggle, den ich aktuell habe. Da vorne ist ein Erlkönig. Spielen wir das Spiel. Was für ein Auto ist das? Hä? Also ein BMW, das ist klar. Electric. Ah, es ist der iX. Ich glaube schon. Ja, das ist der iX. Mit rot-braunes Leder von innen. Ah, Tacho sieht man jetzt nicht so extrem geil. Schönes Ding. Also, schönes Ding meine ich jetzt von innen. Sieht bis jetzt echt gut aus, auch wenn es nur ein Prototyp ist und ich da nicht wirklich reinschauen kann. Von außen, ja. 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 What are those? Naja, jedenfalls, er sieht nicht gut aus von vorne, sagen wir es so. Digga, Türkitsch ist full. Dönerdorf schmeckt aber echt heftig gut. Also ist verständlich, dass full ist. Der war schon Offroad, oder? Der hat ein bisschen viel Matsch. Spoiler, ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der einzigen iX oder wie die heißen. Die heißt doch so, oder? BMW iX? Das ist auf jeden Fall einer der wenigen, glaube ich, der jemals Offroad gefahren wurde und in Zukunft auch gefahren wird, weil ich will einfach mal behaupten, die Zielgruppe der SUV-Fahrer sind nicht Leute, die gerne Offroad rumballern wollen. Oder es zumindest tun. Wollen vielleicht, aber tun ist dann wieder was anderes. Jungs und Mädels, je nachdem wie hoch mein Anteil an weiblichen Zuschauern ist, müsst ihr eigentlich mal abchecken. Das mache ich, glaube ich, jetzt. Ich blende euch mal hier ein. Wird bestimmt richtig wenig sein. Aber Jungs und Mädels, wir gehen jetzt zur Geburtsstätte des Digitalisierens, Skalierens und Maximierens unseres Geldes und unserer Firmen. Ja, der Bus biegt ab. Jawoll! Schau den Fahrradfahrer an, weißt du. Digga, anstatt dass du einfach nochmal abbremst, weißt du, weil da ein Bus ist. Was jeder normale Mensch machen würde. Nein, erstmal beschweren, weißt. Ich bin mir gar nicht 100% sicher, wie ich zur Zentrale der Digitalisierung komme. Aber ich glaube, ich sollte mich zurechtfinden können in der Stadt. Das ist ja da beim Friedensengel irgendwo. Sollten ja die neu gebauten Bavaria-Türme stehen. Jo, englischer Garten. Früher oder was? Das ist doch der englische Garten, wo ich gerade vorbeifahre, oder? Das ist irgendein Garten auf jeden Fall. Oder ist das der botanische Garten? Wie gesagt, ich kenne mich null aus in dieser Stadt. Ich lebe hier mein ganzes Leben, ich habe keine Ahnung, wo was ist. Ich war schon lange nicht mehr hier rechts beim Hotel. Wir fahren so. Vielleicht finden wir ja irgendwas Interessantes.
Ah ja, da steht ein Huracan. Maschallah, der hübsche. Sollen wir hinfahren und anschauen? Ich glaube, jeder weiß ja, wie ein Huracan aussieht, oder? Von daher, da seht ihr nochmal kurz von hinten. Bam. Ich finde es übrigens sehr genial, dass es da einen Rechtsabbiegerpfeil gibt, obwohl die Spur hier nur nach rechts geht. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Da vorne ist der Friedensengel. Vielleicht sieht man ihn von hier. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe ihn auf jeden Fall. Da in die Gegend will ich ja hin. So, und jetzt hier rechts müssten ja irgendwo die Türme sein, oder? Wenn nicht, müsste ich kurz stehen bleiben und mal googeln, wo ich bin und wo ich hin muss. In der Kurve jetzt wahrscheinlich schon mehr Schrecklage als gesamtes Landstraßenvideo. Jetzt sollten die noch hier irgendwo sein. Wo seid ihr denn? Digga, die sind doch ein bisschen hoch. Die müsste man doch sehen, oder? No joke, ich muss rechts ranfahren. Komm, werd grün. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, werd grün. Ich hätte jetzt auch schon nachschauen können, weißt du, in der Zeit, wo ich hier dumm rumstehe und warte, Mann. Jetzt gibt es keinen Parkplatz, um stehen zu bleiben. Ist das euer Ernst, Mann? Ich fahre jetzt hier rechts rein. Muss ich gleich kurz stehen bleiben und schauen, wo muss ich hin? Was suche ich hier überhaupt? Und all diese Themen. Aber die Gegend hier sieht schon so aus, als ob hier skaliert wird, Mann. Ah, komm. Ich musste googeln, wie man Kolonne schreibt. Bavaria-Türme. Also hört da, wie man... Ui, habe ich viel nachgeschaut. Ich hätte einfach weiter drauf bleiben sollen, auf der Hauptstraße. Oh, ich muss fast auf die Dinge raus. Okay. Alles Roger. Ich muss da schnell hin. Ich muss... Je früher du anfängst, dein Geld zu digitalisieren und zu skalieren, desto mehr kriegst du am Ende raus. Oh, hier ist eine Einbahnstraße an meiner Keumann. Davon steht eine SL63. Das ist ein 65. Ich sehe es von hier gerade nicht, ob da V8 oder V12 da steht. Die Frau rechts schaut mich an, die denkt, ich führe Selbstgespräche. Mein Gott, oh nein, jetzt ist noch niemand da. Ich habe Angst. Ich denke mir gerade, was für einen Film bin ich angekommen? Das gleiche muss sie sich auch denken. Ich muss gleich stehen bleiben und nochmal schauen. Ich glaube nicht, dass das sie sind, oder? Wobei er stand ja nur gerade außen auf der rechten Seite liegen sie. Und das sind die einzigen Hochhäuser, die ich hier sehe. Ja, ja, ja. Jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Da übrigens ist auch das Hyperion Hotel. Aber Leute, die in der Digitalisierung und Skalierungsbranche drin sind, die wissen das bereits. Ist das Hyperion? Wie komme ich denn da aufs Gelände drauf? Da kommt man da gar nicht drauf. Nee, da kommt man nicht drauf. Weil ich könnte rein theoretisch hier stehen bleiben und dann würde ich drauf kommen, ne? Boah, alles angehoben. Hier kein Parkplatz. Da könnte ich hochgehen, dann wäre ich, glaube ich, da. Wäre ich da, wo ich sein will. So, jetzt schauen wir uns mal die Bavaria Tower an. Der Erste, der mich sieht, wird mich safe nach einem Ausweis fragen und sich denken, was macht der Typ hier, Mann? Ich habe wenigstens mein Visier oben, von daher kann man mich sehen. Vielleicht denkt man vielleicht nicht, dass ich böse bin. Ich bin schon lange nicht mehr spazieren gegangen mit dem Helm. Das mache ich eigentlich immer am Abend. Das ist immer ein schönes Gefühl, so mit einem Helm ein bisschen durch die Stadt zu rennen. Vielleicht denken die auch einfach, dass da oben irgendwo ein Roller von mir steht oder ein Bike und machen nichts weiteres. Oh Mann, jetzt sieht man nur einen Tower. Oh nein, da ist ein Kind. Nein, hier sieht man nichts. Gott verdammt. Alles umsonst. Dani, du bist doch nutzlos. Mann, ey. Ah, da steht ein Brabus. So erwarten die Leute nicht, wenn man sagt, ich habe einen Brabus. Aber es ist einer. Hui. Wie viel Akku haben wir denn noch? Oh, nicht mehr viel. Also mit Rucksack und Helm ist nicht geil zu laufen. Hier komme ich nicht nach rechts, gell? Außer ich steig vom Bike ab und schieb's. Digga, ich komme hier ganz falsch raus, Mann. Oh Mann! Bisschen Zeit habe ich, glaube ich, noch. Ich will dahin! Ich will mein Geld skalieren und digitalisieren lassen, okay? Ich nehme jetzt 42 Minuten schon auf. Und ich glaube, ich habe nur knapp 45 bis 50 Minuten, ne? Was nicht geil ist. Denn ich habe auch jede rote Ampel heute erwischt, ne? Ich bin nur Vorfahrtsstraße unterwegs. Ich saß safe schon 10 Minuten nur rum und habe gewartet, bis die Ampel grün wird. Ja, komm, komm, komm. Du da vorne, fahr. Ja, es ist eigentlich noch ganz gut vom Akku. Also der ist nicht ganz leer. Vielleicht kann ich auch echt eine Stunde aufnehmen. Das wäre eigentlich optimal. Ja, aber wir wissen ja Bescheid. Rote Ampeln. Man kennt sie.
du ja, wenn ich hier noch eine Rotphase abwarten muss, dann... Willst du mich... Digga, was ist das eigentlich für ein Müll? Junge, und warum ist jetzt rot? Die anderen dürfen weiterfahren, wir haben rot. Hier darf ich nicht links abbiegen. Digga, wollt ihr mich komplett verarschen, Mann? Aber da vorne darf ich links abbiegen. Das ist super. Da sind sie. Die Skalier- und Digitalisiertürme von Deutschland. Schon hoch. Also wenn ihr euer Geld digitalisieren und skalieren wollt, da oben, da geht's ab. Da geht die Luzi ab. Naja, Leute, ich bedanke mich dann mal so fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte ein bisschen Stress, aber wir haben es hinbekommen. Für diesen ganzen Stress lasst mal einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Macht euch für Fake-Accounts. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, da wird es nicht ganz so stressig mit Akku und alles. Ich wollte echt unbedingt hierher kommen. Das war unglaublich, wie direkt ich das wollte. Hallo? Bin ich dumm? Da. Genießt das schöne Wetter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.